Und willkommen zurück bei Let's Play Sheltered. Ja, es läuft hier bei uns und wir haben letztes Mal Nanius und Linda losgeschickt. Leider ohne, ja genau, ohne Gasmaske. Scheiße. Und das werden wir anscheinend jetzt gerade bereuen. Kacke. Naja. Wir sammeln hier erstmal alles ein, was die beiden mitgebracht haben. Wir haben nämlich auch Gewehre gefunden und Munition und ach, was weiß ich, was alles. Und jetzt müssten die beiden wohl oder übel mal Antistrahlung nehmen. Er auch. Rein damit. So, geheilt. Dann gleich was essen. Sie auch. Warum hat er denn jetzt... Warum kotzt er denn jetzt? Weil sie Lebensmittelvergiftung haben. Na toll. Ich werd verrückt. Tag 16. Ich kann nicht glauben, was heute passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal jemanden töten würde. Ich fühle mich ganz gefühllos. Nicht nur ich, die anderen auch. Ja, nu, kann passieren. Oh, jetzt kotzen die hier wieder alles voll. Oh. Aufrüsten können wir nicht. Nee, können wir nicht. Wir können gerade mal Kraftstoff reinkippen. Dann... Darf er mal pennen? Ich glaube, das hat er sich verdient. Sie darf auf Klo gehen. Und eigentlich auch mal duschen. Aber ich weiß nicht, wie es mit dem Wasser... Obwohl doch... Doch, komm. Das reicht für eine Dusche. Würde ich behaupten. Und dann schlafen. Er trinkt einen Schluck. Okay, es hat jetzt 4 Wasser gekostet, oder was? 4 oder 5? So. Er geht auch nochmal auf Klo. Und dann kann er eigentlich nochmal losziehen. Okay, es kostet die ganze Zeit Wasser, ne? Oder? Mal kurz beobachten. Ja, das kostet die ganze Zeit Wasser. Dann reicht es jetzt. Genug geduscht. Lass die anderen auch noch. So, einmal reinigen. Okay. So. Jetzt mal kurz gucken. Wir könnten wieder eine Falle bauen oder aber erstmal die Vorratskammer vergrößern. Ich glaube, das wäre sinniger. Bauen wir die einfach da drüber. Hallo? Ach so, sie baut's. Okay. Okay. Sie baut das Ding. Die Dinger hier oben gehen auch noch. Allerdings würde ich die echt gerne aufrüsten hier. Das könnten wir machen. Allerdings hier fehlt uns ja, wie gesagt, immer noch ein Leder. Naja, immerhin haben wir jetzt ein zweites Nahrungslager. Und dann können jetzt ja eigentlich mal die Kinder losziehen, ne? Ich kann hier immer die Leute schlecht auswählen. Obwohl eigentlich sie müsste eigentlich mitgehen. Na komm,
Sie hat natürlich immer noch eine Lebensmittelvergiftung. Das ist das Problem. Na komm, wir haben keine andere Wahl. Nehmen wir einmal sie. Und einen kurzen Augenblick. Umhängetasche. Komm, wird gebaut. Nochmal Kotze wegmachen hier. Dann bauen wir erst eine Umhängetasche. Er müsste gleich nochmal eine Runde duschen eigentlich. Nochmal so ganz, ganz kurz. Ja, ich weiß, es tut mir ja leid. Und dann schicken wir sie und den Jungen los. Kampftechnisch sind sie zwar dann nicht ganz so ausgestattet, aber das kriegen sie schon hin. So. Großer Speicher, Holzplatz, Lichtung, Lichtung, Hütte. Dann gehen wir einmal hier so. Okay. So machen wir's. Ausrüsten. Hallo. Ausrüsten. Ausrüsten und er kriegt dann hier noch das Ding so. Ach, warte mal, und die Tasche, ne? So, die brauchen wir noch. Perfekt. Okay, ihr zwei, los geht's. So, und der Bappes hört da unten mal auf zu duschen jetzt. Und ich komm noch Wasser. Das können wir so nicht vergeuden. Na gut, dann machen wir einmal eine Reparaturrunde. Würde ich sagen. Oh, und die Katze. Okay, müssen wir nicht füttern. Schwarzer Regen. Der kontaminiert das Ganze. Okay, ich verstehe schon. Das sollten wir vielleicht dann mal machen. Das macht sie. Hallo, Christina am Apparat. Wir haben eine Kirche entdeckt und es sieht so aus, als könnten wir hier etwas Gutes abstauben. Möchtest du, dass wir sie uns mal genauer ansehen? Ja. So, Anzug an. Aufrüsten, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, der schwarze Regen tötet sie jetzt nicht. Denn ich habe hier keinen Bock, dass das Wasser auch noch kontaminiert wird, was hier vom Himmel regnet. Christina Basis, wir haben bei dieser Kirche etwas gefunden. Ist das für dich von Interesse? Essen? Jawohl, und ein Scharnier, geil. Der schwarze Regen macht das hier kaputt, nein. Denn der werte Herr will schon wieder duschen. Aber der werte Herr darf mal das Bett reparieren. Hier spricht Linda, im Ödland fanden wir einen großen Speicher. Sollen wir uns dort umsehen? Jawohl, bitte, mach das.
So, und die Lady Carolyn wertet da oben den Wasserfilter auf. Noch ein Funkspruch, mein Gott. Okay, sie sind auf jemanden gestoßen. Es ist einer. Hallo, bist du ein Freund? Ich glaube, er hatte gutes Charisma, ne? Ja. Handeln vielleicht? Aber wir haben... Wir haben gar nicht so viel. Eigentlich nix, aber er haut auch ab. Okay, sie haben was gefunden. Ach, geil. Ach, wie geil. Cool. Eine Menge Wasser. Alles klar. Das ist gut. So, wir haben das Ding hier oben mal verbessert. Bringt das was? Das steigt wahrscheinlich jetzt, aber... Im Nachhinein ist es wahrscheinlich dann schon gut, dass wir das gemacht haben. Zurück mit dem Ding. Und dann ab ins Bett. Wolle, ja. So, ein Scharnier bekommen wir gleich, dann können wir den Ofen basteln. Es läuft. Leute, es läuft. Warte mal, dann warten wir so lange mit dem Essen. Einmal die Katz gefüttert. Und dann gucken wir gleich nochmal auf die Karte. Wie weit die beiden hier sind. Okay. Und den Speicher, den merken wir uns. Da kriegen wir Wasser. Hier oben waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Es läuft echt gut. Es läuft, Leute. Das war die Zeitschrift. Das war das. Das ist der gute Geigerzähler. 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 Er könnte ja jetzt eigentlich dann doch nochmal duschen, ne? Komm, genehmige dir mal hier so ein bisschen leckeres, kontaminiertes, schwarzes Wasser. Geht. Und wenn er da drin duscht... Ah, toll, jetzt hört der Regen natürlich auf. Aber gut, die anderen beiden bringen ja auch Wasser mit. Und jetzt fällt das nämlich auch wieder. Okay. Das sinkt wieder. Sie kann ich hier... Doch, so kann ich sie auswählen. La 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 la. Bim, 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 bim. Ich finde das cool, dass das hier so gut läuft. Freunde der Nacht. Eigentlich könnten wir auch eine Falle wieder bauen. Da sind die zwei. Yippie-yay. Kaum genug geduscht. Hallo. Oh oh. Madame Linda sieht nicht so gut aus. Wasser! Was? Der Wassertank ist voll! Scheiße. Ach, Kacke. Das ist schlecht. Können wir auch nicht bauen, weil wir keinen Kunststoff haben. Oh Mann. Gasmasken haben wir auch nicht. Aber wenigstens können wir jetzt erstmal hier den Ofen basteln.
Hier so. Willkommen daheim! Es gibt Essen! Regnet's immer noch? Essen, duschen, schlafen. So, er braucht eigentlich nichts außer eine Dusche. Vielleicht auch mal ein Wässerchen. Es klingt eigentlich echt so, als ob es noch regnen würde, ne? So. Wir haben einen Ofen. Lalalalalala. Das ist schon mal ganz cool. Eine Falle könnten wir dann auch bauen. Spielzeugkasten. Okay. Eine Gasmaske. Und die brauchen alle hier echt eine Dusche, ne? Komm. Einmal duschen. Einmal Klo. Einmal putzen. Und er muss auch schlafen, aber erstmal essen. Und dann pennen. Das geht noch. Was macht er? Ach so, er macht da das Essen warm, oder was? Okay. Und das bringt ihm was, dass seine Nahrungsanzeige wahrscheinlich jetzt, naja, ein bisschen runter ist. Er hat genug geduscht. Dann darf sie nämlich können wir vielleicht noch einen kleinen Wasserfilter bauen? Auch nicht. Wir brauchen Kunststoff. Wir brauchen Kunststoff. Zement konnten wir doch irgendwie machen, ne? Ja, können wir. Ach, Leute. Leder brauchen wir auch noch. So, warte mal, ich guck mal gerade. Nahrung haben wir ja eigentlich noch genug. Er müsste jetzt gleich mal pennen. Der kleine Christine. Vielleicht kann er in der Zwischenzeit da oben nochmal reparieren. An der Oberfläche. So. Mach das mal. Der müsste auch mal repariert werden. Auffüllen und reparieren. Drähte und Ventile. Oh Mann. Wir brauchen noch so Kleinigkeiten, ne? Die uns da weiterhelfen würden. Es sind so Kleinigkeiten. So, sie kann jetzt gleich wieder los. Kotzt sich hier erstmal aus. Er muss noch eine Runde pennen.
Und dann gehen Mama und Papa nämlich los. Ja, trinken und essen, wa? Das ist ja wichtig bei einer Lebensmittelvergiftung. Oh Gott! Hör doch mal auf hier zu kotzen! Und das deine Kinder sehen! So, jetzt iss und dann geh duschen und dann müsste er hier auch fertig sein. Regen! Woo! Regen! Trinken, trinken, trinken! Schnell, schnell, schnell! Komm, genug gepennt. Trinken. Ihr müsst alle trinken. Ach. Kotzt die da wieder rum. So, sie trinkt auch. Er macht da oben seine Spirenzchen, muss mal schlafen und essen. Boah, wir haben so viel Wasser, ey. Und keinen Kunststoff. Scheiße. Das ist echt blöd. Das ist echt doof. Ist was? Schlafen. Sie macht sauber. Sie hört auf zu duschen. Und geht mit ihm auf die Reise. So, Narnius und Linda. Okay. Oh, in diese Richtung hier gehen. Bauernhof, Hütte. Und dann hier so. Na komm. Machen wir. So, er kriegt die eine Gasmaske. Und die Tasche ist jetzt nicht verbraucht, ne? Nee. Welch ein Glück. Ja, nur ohne Gasmaske ist halt echt scheiße. Das ist richtiger Mist. Aber gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir geben ihr das mal mit, aber nee, es bringt ja auch nichts. Oder wir schicken ihn alleine. Nee, wir schicken sie zusammen. So, was ist hiermit? Bald kaputt. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, er pennt. Sie macht den Dreck hier weiter weg. Puh, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Hausgemachte Antistrahlungstablette müssen wir uns dann auch irgendwie mal mit auseinandersetzen, denn, ja. Es sieht so aus, als würden wir die nicht mehr finden in der Umgebung. Funkspruch! Sie haben was gefunden. Ja, was denn? Das brauchen wir. Das ist echt nicht viel, ne?
echt nicht viel. Komm, erstmal alles mit. Repariere! Carolyn, repariere! Und ich glaube an sich, ich setze mich mal gerade anders hin, an sich wäre es, glaube ich, auch zu dritt besser. Also ich denke, zu dritt wäre es einfacher zu überleben. So, das können wir schneller machen. Huch. Wollen wir nicht. Wir haben eine Hütte entdeckt und es sieht so aus, als könnten wir etwas Gutes abstauben. Na klar, suchen. So, er pennt sich hier richtig aus. Wer kommt da? Was soll das? Jemand ist an der Tür! Es könnte ein Händler mit nützlichen Waren sein! Melissa! Hallo, ich bin zufällig hier vorbeigekommen und habe mich gefragt, ob ihr etwas zum Handeln habt. Oh klar. Was hast du denn? Metall und Panzertape. Und ein Transistor. Aha. Das Metall könnten wir an sich ja gebrauchen. Das Panzertape. Nektar der Götter. Was geben wir ihr dafür? ...41... ...41... Dann kriegt sie noch... Warte. Was war denn ein Wert? Ich glaube ein Wasser, ne? Na, egal, komm. Fremde an der Hütte. Es ist nur einer. Hey, ist das dein Blut? Handeln? Egal, wir können handeln, wenn du irgendwas willst. In diesen Zeiten ist Nahrung hier draußen das Allerwichtigste. Ah ja, dann komm. Geht er einfach, okay. Auch nicht schlecht. Meinetwegen. Immer her damit. Ja. Und wir müssen bald mal zum Wald aufbrechen. Denn wir brauchen ja Holz. Tag 20. Unser Leben ist hart, aber unser heutiger Besuch sagte, mit einem Buch kann man am besten entspannen. Für die Kinder ist das bestimmt langweilig. Ihnen ist Spielzeug lieber. Ja, sie muss mal pennen. Na komm, genug Dusche repariert. Geh schlafen. So, was ist mit Christine? Christine braucht auch noch ein bisschen. Ach, der Bello. Da pennt er neben seinem Fressnapf. Der kleine Racker. Na, Anius an Christine. Wir sind hier draußen jemandem über den Weg gelaufen. Sie wollen reden. Sollen wir uns selbst darum kümmern? Na klar. Immer. Ödland. Er hat ein Messer. Sei gegrüßt, Reisender. Oh, hallo, bist du verletzt? Blutest du? Es gibt nie genug Blut. Ich brauche mehr, ich brauche deins. Das kannst du aber schön vergessen. Der Ronald. Ronald McDonald. Kriegt jetzt ein paar auf den Sack. Unsere Axt. Und warum hat Linda... ...eigentlich nur ihre Fäuste? Die hat doch ein Brecheisen gehabt. Naja. Au! Uh-oh. Es wird eng. Linda muss ihn jetzt töten. Scheiße! Scheiße!
Nein! Nein! Das ist nicht wahr, ne? Scheiße! Der bringt uns alle um! Kacke! Scheiße! Das wird echt knapp. Warum kann sie nicht einfach mal einen Schlag treffen? Ein Schlag nur. Komm. Ach, Leute. Wir müssen jetzt echt gleich fliehen, oder er bringt uns jetzt um. Ja, das war's. Toll. Schön. Kampf beschlossen. Toll. Ja. Schön. Nanius ist im Kampf gestorben. Linda ist im Kampf gestorben. Okay. Die Kinder haben also ihre Eltern verloren. Toll. Scheiße. Scheiße. Christina hat eine Stärke verloren und eine Schwäche erhalten. Schön. Die kleinen Waisenkinder also. Oh Gott. Also da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das noch was wird. Scheiße. Wir brauchen neue Eltern. Eindeutig. Wir brauchen neue Eltern. Oh Mann. Na gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge und sehen uns. Ja. An Tag 21. Nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.